Wir reden heute über das Thema Orgasmus. Das ist ja ein großes Thema für viele Frauen. Vor allem das Nicht-zum-Orgasmus kommen können. Wir werden heute besprechen, was Ursachen sind, warum man nicht kommen kann. Dann Ansätze, wie man zum Orgasmus kommen kann, und geben dann auch noch hilfreiche, explizite Tipps, was du als Frau tun kannst, um zum Orgasmus zu kommen. Du kennst dich mit Orgasmen total gut aus, viel besser als ich. Erzähl gern, woran liegt's denn? Was sind so die häufigsten Ursachen, warum Frauen Schwierigkeiten haben, zum Orgasmus zu kommen? Also zuallererst will ich mal sagen, dass ein Orgasmus überbewertet wird. Das ist das Wichtigste. Orgasmen sind eigentlich gar nicht wichtig. Ja. Also was wichtig ist, ist im Vorfeld eine genussvolle Zweisamkeit zu haben. Ja. Ja, also in die Paarzeit zu kommen, sich zu berühren, sich ganz viel Zeit miteinander zu nehmen. Und das kann manchmal viel lustvoller sein, als ja am Ende jetzt diesen Druck zu haben, ich muss jetzt zum Orgasmus kommen. Konstant zu haben, ne? Es muss jetzt klappen, sonst ist es nicht richtig. Ja, ja, genau. Weil wir machen uns ja auch einen Druck damit. Ja. Und dann haben wir schon immer im Kopf, oh, wie kann ich jetzt am besten mich positionieren, Muskeln anspannen, entspannen, wie sehe ich aus und, um dann, ja, für, ich weiß nicht, paar Sekunden. Ja, gerne. Den tollen Orgasmus zu haben. Diese Explosion zu haben. Ne? Natürlich ist das eine Hormon, also schon eine Hormonbombe. Ja, ja, richtig. Beim Orgasmus, aber nicht nur. Ja. Genau. Ja, und gerade dieser Druck, das ist ja, was ich ganz häufig höre, dass Frauen sagen, sie haben das Gefühl, sie kommen gleich zum Orgasmus, sie schaffen es gleich. Und genau in dem Moment, wo sie das denken, ist es dann eigentlich vorbei, weil man halt im Kopf ist und nicht mehr entspannt dabei, nicht mehr da so mitgeht mit dem Gefühl. Das heißt, dieser starke Wunsch nach einem Orgasmus kann den Orgasmus ja eigentlich schon kaputt machen. Mhm. Was sind denn so die häufigsten Sachen, die dir über den Weg laufen, warum es nicht funktioniert? Naja, zum einen erstmal ist es ganz wichtig, es ist auch Übungssache. Mhm. Es ist eine Übungssache. Mhm. Und ich habe jetzt erst wieder gelesen, die Orgasmusfähigkeit gerade der Frau nimmt bis zu einem bestimmten Alter zu. Ah ja. Weil wir Erfahrung sammeln. Ja. Weil wir Erfahrung sammeln und uns kennenlernen auch. Mhm. Und wissen, wie werden wir berührt, was wünsche ich mir, mit welcher Intensität, was brauche ich überhaupt, um in die Lust zu kommen. Das heißt also, eine Ursache kann einfach die mangelnde Erfahrung sein, dass man sich nicht genug damit beschäftigt hat, es nicht genug probiert hat. Wenn du sagst, es ist eine Übungssache, also vielleicht hat man auch nicht genug geübt. Was könnte es noch sein? Was ist noch so eine Ursache, weshalb man Schwierigkeiten hat? Naja, was wir am Anfang schon gesagt haben, wenn ich mir selber den Druck mache. Ne? Also dieses letztendliche Orgasmus ist ja eine Form des, ich verliere die Kontrolle. Ja. Ich verliere die Kontrolle, ich gebe mich hin, egal wie ich aussehe, egal was ich für eine Performance ablege. Ja. Ne? Egal wie ich stöhne, ob laut, leise oder wie auch immer, ich lasse ja alles los. Ja. Ganz wichtig ist, so viel wie möglich an erotischen Punkten einzubeziehen. Ja. Und es gibt so, was ich auch immer gerne so sage, diese drei Energiepunkte. Ja. Wenn wir dann eingestimmt sind und wenn wir uns genügend gestreichelt haben, also als Tipp gebe ich immer so zum Anfang, so 10 Minuten im Wechsel wird, streichle ich meinen Partner oder meine Partnerin. Ja? Ja. Der eine gibt, der andere nimmt. Mhm. Legt sich nur ganz entspannt hin und nimmt. Mhm. So, und das im Wechsel, so 10 Minuten, und dann ist man schon mal so ein bisschen eingestimmt. Mhm. Ganz langsam streicheln, ganz aufmerksam bei dem anderen auch sein. Mhm. Was sind die drei Punkte? Und dann kommen wir zu den drei okay. Punkten, genau. Die drei Punkte, das ist zum einen die Brustspitze. Mhm. Da habe ich aber vorher schon die Brust gestreichelt. Mhm. Dann komme ich zur Brustspitze. Gleichzeitig kann ich die Klitorisperle berühren und das mit, also beides auch miteinander stimulieren. Gleichzeitig stimulieren. Ja. Aber auch erst, wenn ich schon im Vorfeld, ne, also nicht sofort, wenn die Lust da ist, wenn die Lust schon da ist, aufgebaut hat. Genau. Mhm. Und der dritte Punkt wäre dann natürlich die Vagina, also den Finger dann noch. Also man kann mit dem Daumen
sozusagen leicht die Klitorisspitze massieren und mit einem Finger in die Vagina eindringen, genau, und dann dort noch im besten Falle, das verlangt dann schon so ein bisschen Geschick auch, die G-Zone dann massieren. Yeah. Yeah. Das sind so die drei Punkte, die wunderbar, ja, die viel Genuss bringen, viel Lust auch bringen. Yeah. Dabei ist es aber auch schon wichtig, dass die Frau sich, ja, wir haben es ja schon gesagt, ne? Entspannung, Kopf loslassen und Orgasmus heißt ja sozusagen auch Kontrolle abgeben. Ja, ne? Ja. Was ich oft höre ist, es gibt ja ganz unterschiedliche Orgasmen, ne? Und der Orgasmus ist oft bei der Frau so verkrampft. Mhm. Ne? Dann berichten die Frauen, dass es auch Schmerzen bringt während dem Orgasmus. Mhm. Das ist, wenn wir also wirklich viel Druck uns machen und uns verkrampfen und vor allem im Becken. Und dann ist auch der Orgasmus nur so auf dem, also kann sich gar nicht ausbreiten. Der ist ganz weil den, klein angespannt. Genau, ganz klein und angespannt. Im schlechtesten Falle schmerzt es dann also auch, ne, weil die Muskeln ganz angespannt sind. Ne? Und aber ich glaube, auch das braucht ein bisschen Übung, ein bisschen Zeit, tiefe Entspannung, dass wir uns währenddessen entspannen können. Und wenn wir das schaffen, dann kommen wir noch zu einem großflächigeren Orgasmus, der bis in die Beine, Füße gehen kann, bis in die Arme und sehr lang dass auch so ganz nachwirkt. Ausbreitet. Das ganz ausbreitet sich, genau. Genau, was du gerade so schön sagst, dass meistens ein Orgasmus, wenn viel Anspannung da ist, eher lokal bleibt, zwischen den Beinen, sage ich jetzt mal. Und wenn man mehr Atmung mit reinbringt, dadurch die Durchblutung besser ist und so, der halt, sondern zu einem Ganzkörper-Orgasmus wird, weil er sich, wie du so schön beschrieben hast, ausbreiten kann. Hast du denn noch einen Ansatz, was ich jetzt machen kann, um zu üben, zum Orgasmus zu kommen? Oder überhaupt zu üben, was mir dann dabei hilft, besser loszulassen, zum Orgasmus zu kommen, im besten Fall, da irgendeinen Tipp, irgendeinen Ansatz, wie ich das machen kann als Frau, wenn ich jetzt so ein bisschen planlos bin und gar nicht genau weiß, was ich noch tun kann? Also das Allerbeste ist immer, sich mit sich selber zu beschäftigen. Ja, aber wie? Also ganz viel. Mental, also körperlich? Körperlich, also auf jeden Fall mental auch. Ne? Also sich Zeit für sich zu nehmen, sich Gutes zu tun. Ja. Und was gibt es Schöneres, als mich selber zu verwöhnen? Auch das muss gelernt sein, also mal ganz entspannt in die Badewanne zu setzen. Ja. Oder mein Kind wirklich mal der Oma oder der Schwiegermutter abzugeben und mit gutem Gewissen mir Gutes zu tun. Ja. Da loslassen, weil das Kind hat ja dann doppelt und dreifach was davon, wenn es der Mutter gut geht. Ja, genau. Ja. Und Sexualität insgesamt ist sowieso erstmal was, was meine ist, was mich betrifft. Also meine individuelle Sexualität, das hat erstmal per se gar nichts mit irgendjemand anderem zu tun. Ja. Und das ist das Schönste und man kommt auch, ich glaube, am schnellsten in die Entspannung, wenn man es sich Gutes tut und mit sich beschäftigt. Und das heißt natürlich auch, dass ich übe, zum Beispiel diese Energiepunkte zu sensibilisieren. Ja. Also, dass ich meine Brust streichle, eincreme und auch zärtlich bin mit mir. Und auch probiere, wie fühlt sich was an, ne? Auch die Klitoris massiere und auch masturbiere. Wie gesagt, es ist super gesund, regelmäßig zu masturbieren, also auch das zu machen und da dranbleiben und sich selber Gutes tun. Und ich kann, also ich gebe ja meinem Partner eine Riesenverantwortung, bürde dem eine Riesenverantwortung und einen Riesendruck auf, wenn der mir einen Orgasmus machen soll. So, ich liege jetzt leg bitte, mal los. Jetzt mach mal. Ja. Und ich kenne mich selber nicht, ich weiß selber nicht, was mir gut tut und wie es geht überhaupt. Ne? Ja, ja. Also muss ich mich erstmal mit mir selber beschäftigen und das selber erstmal alles auch erforschen. Ich sage, also das ist immer so mein Wort,
wir erforschen uns. Ja, ja, sehr schön. Weil wir haben es ja nicht gelernt in der Schule. Ne? Ja, richtig. Weder gelernt, wie Beziehung gelebt wird, noch wie Sexualität gelebt wird, wie wir in Verbundenheit, in Intimität kommen. Wenn du dir jetzt vorstellst, da sitzt jetzt gerade eine Frau, die schaut sich das Video hier an und hat Schwierigkeiten zum Orgasmus zu kommen, hatte vielleicht noch nie einen Orgasmus, hat das jetzt schon gesehen, kennt die Ursachen, ganz viele Tipps mitbekommen. Gibt es noch was, was du ihr vielleicht abschließend mitgeben wollen würdest zu dem Thema, zum Orgasmus kommen? Du sagst, hey, wenn es eine Sache gibt, die ich dir mit auf den Weg geben würde, das wär's. Also Orgasmus wird überbewertet. Ganz wichtig, finde ich. Ja. Und sich nicht den Druck machen, sich selber erstmal wirklich sich kennenlernen. Ja. Das Üben, Probieren, Erforschen. Ja. Also statt dir Orgasmen zu wünschen, dich darauf zu konzentrieren, mach dir keinen Stress. Genau. Beschäftige dich mit dir, hab eine gute Zeit, creme dich ein, lern dich kennen, dann kommt der Orgasmus schon, statt zu sagen, hey, jetzt will ich einen Orgasmus, aber mir muss es nicht gut gehen, mich muss ich nicht kennen, sondern zu sagen, hey, Fokus auf dich, mach's dir schön, Orgasmen sind nicht so wichtig und wenn du es dir wirklich schön machst und der Sex wirklich schön wird, dann wird es auch irgendwann kommen, wenn du die drei Punkte mit einbeziehst. Genau. Okay. Üben. Wunderbar. Ja, und üben. Sehr gut. Dann vielen lieben Dank dir. Ja, ich danke dir.